Moin, moin, ihr Lieben, es ist soweit. Wie versprochen möchte ich euch nach meinem Umzug meine neuen Bücherregale, meine neue Sortierung zeigen. Wie sehen sie aus? Wo stehen sie? Und ja, ein bisschen näher ran gehe ich schon an die Regalböden. Und ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. Es ist noch nicht alles tutti completo und einiges kann sich vielleicht noch mal verschieben. Aber ich hatte heute einfach Lust und der Großteil ist jetzt eingeräumt und sortiert. Und deswegen kann es jetzt losgehen. Ich habe einmal die Perspektive gewechselt, damit ihr das gesamte Bücherregal einmal sehen könnt. Schwenke einmal rauf und einmal runter. Und hier neben seht ihr vielleicht auch schon meinen wunderbaren gelben Lesesessel, den ihr auch schon in den letzten Videos gesehen habt, auf denen ich saß. Daneben, neben dem Bücherregal, steht auch noch ein Stapel. Ich habe tatsächlich nochmal aussortiert. Ich habe beim Umzug aussortiert. Ich habe beim Umräumen nochmal aussortiert. Ja, das hat tatsächlich gut getan. Es ist irgendwie auch ein Prozess, aber es ist auch nicht immer einfach. Aber ich habe mir ja wirklich vorgenommen, nur noch Highlights und Bücher mit emotionalem Wert bei mir zu behalten. Und ja, es klappt immer besser, auch wenn es natürlich auch ein bisschen traurig ist, die Sammlung so schrumpfen zu sehen. Trotzdem freue ich mich über das Regal. So, und jetzt wollen wir einfach mal ein bisschen ranzoomen und uns die Regale ein bisschen näher anschauen. So, dann fangen wir mal oben links an. Hier stehen meine Fantasy-Titel für Erwachsene. Ganz oben haben wir Reihen- und Einzeltitel gemischt. Da ist jetzt nicht viel sortiert. Ich habe es, glaube ich, schon mal in irgendeinem Video erwähnt, dass ich innerhalb, ja, der Regalbretter gar nicht so sehr sortiere, nicht nach Autor oder nicht nach Farbe oder nach Verlag. Ich habe natürlich die Reihen zusammenstehen. Allein deswegen könnte ich nicht nach Farbe sortieren, auch wenn diese Rainbow Shelves natürlich unglaublich schick sind. Finde ich es aber nicht schön, wenn Reihen auseinandergerissen werden. Und ja, die gehören einfach für mich zusammen. Was ich aber mache, und das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Tick, den ich von niemand anderem gehört habe, ich mag es einfach sehr vielfältig und bunt in meinem Regal. Ich mag es, wenn die Reihen oder die Bücher hervorstechen und nicht irgendwie verschluckt werden. Und verschluckt werden meine ich zum Beispiel, wenn mehrere Grüne nebeneinander stehen und sich nicht so voneinander abheben. Deswegen mag ich immer den Kontrast, dass hier zum Beispiel der Bär und die Nachtigall sich richtig schön abhebt. Dann kommt was Helles, dann kommen die Judy Canavan-Bände und danach wieder was Dunkles. Also ich versuche immer so Highlights zu setzen. Und so, dass jedes Buch irgendwie seinen Auftritt bekommt. Ja, es ist ziemlich monkig und ziemlich nerdy, aber das bringt mir Spaß. Da weiß ich noch nicht, ob ich das so lasse, aber erstmal auf jeden Fall sind das die Fantasy-Bücher für Erwachsene. Ein weiter darunter geht es ähnlich weiter. Hier befinden sich allerdings meine Lieblings-High-Fantasy-Reihen. Also das Lied der Dunkelheit, der Dämonenzyklus, daneben direkt ja, der Name des Windes von Patrick Rothfuss und die Reiterreihe von Crispin Brattain. Das sind so die Lieblings-High-Fantasy-Reihen für Erwachsene. Und es fehlt natürlich ein bisschen was, aber das gehört dann entweder in die Jugendfantasy oder steht noch an einem besonderen Platz, den ich euch nachher noch vorstellen werde. Ihr seht auch schon, dass es relativ voll ist, jedenfalls die linke Seite. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann vielleicht noch mal auf dem Regal, im Moment steht da ja nichts, dass ich da noch mal drauf ausweiche oder eventuell noch mal rigoroser aussortiere, weil wenn wir jetzt gleich noch mal ein Regalbrett runtergehen, da steht zum Beispiel eine Reihe, bei der ich mir immer noch nicht so sicher bin und hin und her gerissen bin und das geht mir bei einigen so. Und das kann halt manchmal ein bisschen dauern, bis ich mir dann wirklich sicher bin, okay, jetzt ist der Moment, wo sie ziehen dürfen. Ja, falls ihr meine Lieblingsreihen ein bisschen näher, genauer vorgestellt haben möchtet, ich habe auf jeden Fall ein Video zu meinen Lieblingsreihen gemacht und auch zu meinen Lieblingseinzelbänden. Habe aber schon überlegt, weil das ja schon echt Jahre her ist und ich letztens auf dem Kanal von Carina Zacharias gesehen habe, dass sie ihre
Top 10 Fantasy-Bücher vorgestellt hat und sich da auch gefragt hat, ob es sich nach Jahren vielleicht auch verändern würde, ob ich da einfach nochmal so ein Update mache. Also wenn ihr darauf Lust habt, dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich das nochmal machen soll, weil ich weiß, dass ich meine Lieblingsreihen und Lieblings-Einzelbände, da habe ich das nicht nach Genre eingeteilt. Das meiste, ja, wen wundert's, war natürlich Fantasy, aber einiges war halt auch nicht, waren so Ausreißer. Also vielleicht mache ich noch mal so meine Top 5 Thriller, meine Top 5 Horrorbücher, Kinderbücher. Also hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Und wenn ihr auch drauf Bock habt und mir das in die Kommentare schreibt, dann mache ich die Videos vielleicht sogar noch eher, als ich es geplant habe. Gut, aber dann gehen wir noch mal ein Regalbrett runter. Hier sind wir nämlich jetzt bei der Jugendfantasy anbelangt, beziehungsweise Jugend-Science-Fiction, wenn man jetzt hier die Luna-Chroniken mit einberechnet. Und Panem ist natürlich auch ganz klassisch gesehen keine Fantasy, sondern eine Dystopie. Aber sie passen irgendwie alle so zusammen. Auch so zeitlich gesehen, gut, die Luna-Chroniken habe ich erst später für mich entdeckt, aber vom Gefühl her passen sie ganz gut. Auch hier sind wieder Lieblingsreihen von mir dabei, auf jeden Fall Bartimäus und der Goldene Kompass. Das sind großartige Reihen, die auch in meiner Jugend mich schon begeistert haben. Aber auch die Luna-Chroniken, die haben mich wirklich unterhalten können. Obwohl ich gar nicht so der Science-Fiction-Leser bin, aber diese Mischung aus Science-Fiction und Märchen fand ich einfach toll und was ganz Besonderes. Und woran ich mich immer sehr gerne daran erinnere, ist das Ende, weil Marissa Meyer wirklich sich so viel Zeit genommen hat. Und ich liebe das, wenn jemand wirklich die Stränge zusammenführt und Zeit nimmt, sich Zeit nimmt und den Leser die Zeit gibt, sich ja, zu verabschieden von den Charakteren, die man eben wirklich 4 Bände begleitet hat. Und ich hatte wirklich einige Lieblingsfiguren in diesen Reihen, auch wenn natürlich der ja, romantische Faktor durchaus eine Rolle gespielt hat. Aber ja, das war von vornherein klar, weil das eben auch Märchenadaptionen waren. Und bei Bartimäus, ja, kann ich einfach den Humor empfehlen, diesen Sarkasmus, die Rasanz. Und es ist wirklich eine tolle Urban Fantasy-Reihe. Der Goldene Kompass sucht seinesgleichen. Also ich habe nie irgendwas Vergleichbares gesehen. Sowohl eine wunderbare Kinderabenteuergeschichte, aber auch, wenn man es später liest, ganz viel Religions- und ja, Gesellschaftskritik, philosophisch. Ja, richtig, richtig toll. Ja, und daneben steht tatsächlich die Reihe, von der ich eben gesprochen habe, dass die, wo ich mir nicht so sicher bin, ob ich die vielleicht aussortieren sollte. Die Bissreihe, Twilight. Ich habe die damals echt gerne gelesen. Da gab es halt die Filme noch nicht. Und ich fand besonders die ersten 3 Bände hatten eine ba ganz besondere Atmosphäre. Dieses ja, verregnete Kleinstädtchen fand ich cool. Und ja, das hatte auf jeden Fall was. Aber ich kann mich halt, ich würde sie gerne noch mal lesen. Kann mich aber nicht entscheiden oder ich weiß nicht genau, ob mir die Filme, die Verfilmungen und auch dieser Hype darum mir nicht irgendwie die Geschichte so kaputt gemacht haben oder so verändert haben in meinem Kopf, dass ich dieses Gefühl von damals vielleicht gar nicht mehr wiederkriege. Den vierten fand ich eh over the top, aber insgesamt 1 bis 3, ja, jetzt hat man natürlich immer die Schauspieler vom inneren Auge und wie gesagt, das alles, was ringsherum noch passiert ist, diesen ganzen Hype, das Fandom und so weiter, da bin ich einfach noch unschlüssig. Vielleicht muss ich einfach noch mal den ersten Band lesen und gucken, ob ich da immer noch dieses alte Feeling wieder aufkommen lassen kann oder ob ich einfach die ganze Zeit an den Film denke und dann würden die ausziehen. Also da habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Es geht weiter mit Jugendbuch-Fantasy und ja, meine Lieblingsautorin Cornelia Funke ist natürlich ganz vorn mit dabei mit der Tintenreihe und der Reckless-Reihe, die ich beide sehr, sehr mag, obwohl ich die Tintenreihe noch mehr ins Herz geschlossen habe und Reckless für mich auch noch nicht beendet ist. Also Band 4 habe ich noch nicht gelesen, den gibt es ja schon. Und ja, Band 5, der kommt irgendwann und der soll dann der Abschluss der Reihe sein. Dann habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, von vorne wieder anzufangen und hoffe dann, ja, dass mich das nochmal so richtig reinzieht. Ich weiß, dass Band 2 mein Liebling war. Auch hier haben wir es wieder mit Märchen zu tun,
wunderbar düster dargestellt und eigene Ideen natürlich eingeflochten. Ja, eine Parallelwelt, wo die Märchen wahr geworden sind und ein Schatzjäger und ja, vieles, vieles mehr. Auch daneben haben wir es mit einer Märchenadaption zu tun, die 13. Fee von Julia Adrian. Das ist, glaube ich, mein einziges Drachenmond Verlag Buch hier im Regal. Ich habe zwar schon andere gelesen, nicht viel, ist wirklich nur eine Handvoll, aber bei den meisten habe ich gemerkt, dass es nicht so meins ist. Auch der erste Teil der 13. Fee konnte mich noch gar nicht so begeistern. Da hatte ich, glaube ich, 3 Sterne gegeben. Aber dann der zweite Band hat mich richtig gepackt und bei Band 3 war es um mich geschehen. Also auch die muss ich unbedingt nochmal lesen. Ich fand den Twist am Ende cool. Ich fand, die Charaktere haben so viel Schliff bekommen. Und auch hier wurde Schwarz-Weiß-Denken total aufgebrochen. Es wird halt hier aus der Sicht, ja, der Antagonisten geschrieben, dass die sympathisch werden und andere Antagonisten in den Vordergrund rücken, die wir als ja, Bösewichte ansehen. Und im nächsten Moment, ein paar Seiten weiter, wird das auch wieder aufgebrochen. Und das hat mir gut gefallen, dass hier nicht die Bösewichte so klar dargestellt waren. Jedenfalls nicht so klar, wie es von Anfang an wirkte und halt viele Märchen toll neu interpretiert worden sind mit wirklich schönen, ja, wirklich auch tollen Twists und sehr bildhafter, märchenhafter Sprache und Illustrationen, die wundervoll dazu gepasst haben. Ja, der geheime Zirkel, das ist eher so eine Mischung aus historischem und fantastischem. Wir befinden uns dort im viktorianischen England und diese Mischung hat mir auch gut gefallen, vor allem weil diese Parallelwelt, die es hier gibt, diese fantastische Welt, ja, irgendwie auch so ein bisschen verrückt war und nicht ganz so, wie man es immer kennt, vielleicht auch ein bisschen Alice im Wunderland-Gefühl hatte. Jetzt stelle ich sie schon doch irgendwie nach und nach vor, ne? Aber kann man irgendwie nicht anders. Es geht auch so ein bisschen schon in Richtung Kinderbuch mit Endymion Spring und Nevermore. Nevermore möchte ich auf jeden Fall auch weitermachen. Das war ja eine Reihe oder ein Buch, was wirklich fast jeder hier auf BookTube gelesen und gefeiert hat. Ich war jetzt nicht unglaublich begeistert davon, aber es hat wirklich tolle, niedliche Ideen gehabt, die mich begeistern konnten, und ich möchte der Reihe auf jeden Fall noch weiterhin eine Chance geben. Und sobald sie beendet ist, würde ich gerne von vorne nochmal anfangen. Ich habe mir bereits das Hörbuch runtergeladen und würde ich das in den ersten Band nochmal als Hörbuch hören und dann würde ich weiterlesen. Ich hoffe halt, dass das war immer so im Gespräch, dass die Reihe tatsächlich ja, dass die Reihe tatsächlich noch bis zum Ende übersetzt wird. Daneben, das muss ich euch auf jeden Fall zeigen, das ist kein Eigen. Das ist hier so eine wunderbare Buchlampe, die ich viel zu selten aufklappe. War mal ein Geschenk und eigentlich müsste man das viel mehr zu dekorativen Zwecken nutzen. Aber jetzt steht es hier erstmal so. Da muss ich mir noch mal was Besseres überlegen. Und dann kommt die nächste Lieblingsautorin im Jugendbereich, Kerstin Gier mit der Silberreihe und Rubinrot, beziehungsweise mit der Edelsteinreihe. Ja, ich liebe ihren Humor und ihre liebevollen gezeichneten Charaktere. Und obwohl mich ja der neue Band von ihr nicht, hier vergiss man nicht überzeugen konnte und mich enttäuscht hat, ja, freue ich mich schon auf die nächsten Bände, die sie schreibt und wo ich dann ja wieder in mich hineinkichern kann, wenn sie ja ihren Humor wieder auspackt und ihre schrulligen, liebevollen Charaktere beschreibt. Wirklich ganz, ganz toll. Und jetzt gehen wir noch einen weiter runter. Ja, so langsam wird es unbequem, hier auf den Knien zu hocken. Aber wir wollen natürlich auch die unteren Ränge begutachten. Weiter geht's mit Jugendfantasy und Kinderbuch. Ganz links haben wir Kai Meier, Die fließende Königin, spielt in Venedig. Auch eine ganz tolle Reihe. Und ich habe von der lieben Freundin einen geflügelten Löwen aus Venedig geschenkt bekommen. Hat sie mir mitgenommen und das passt sehr gut auch zum, ja, zum Inhalt der Bücher. Zum einen eben der geflügelte Löwe und es gibt
aber eben auch eine Figur, einen geflügelten Löwen, der aber eigentlich schwarz ist. Man müsste ihn eigentlich tatsächlich schwarz anmalen. Aber ich habe mich sehr gefreut und deswegen darf er, auch wenn ich hier sehr wenig Deko in meinem Bücherregal habe, darf er auf jeden Fall vor dieser Reihe Platz nehmen und die Bücher behüten. Stravaganza habe ich euch in letzter Zeit auch, glaube ich, schon öfter vorgestellt. Es ist auch wieder eine Reihe, die in Venedig spielt, jedenfalls der erste Band, in einer Parallelwelt, wo ja, die Städte eben sehr ähnlich unseren sind. Und hier haben wir es mit Jugendlichen zu tun, die mit eines Talismans, immer wenn sie einschlafen, in diese Parallelwelt rüber switchen. Und ja, in jedem Buch befinden wir uns in einer anderen italienischen Stadt. Und ja, im ersten Band sind wir in Venedig, im zweiten in Rom, im dritten in Florenz, im vierten weiß ich das jetzt gar nicht. Der vierte war leider auch der schwächste. Hier sage ich immer wieder, das ist eine tolle Fantasy-Reihe, die man sehr gut im Sommer lesen kann. Und dann haben wir eine sehr lange Kinderbuchreihe zum Thema Hexen. Witches, Hexengirls. Ich weiß gar nicht, die Autoren. Muss ich mir nochmal kurz angucken. H.B. Gilmore und Randy Reisfeld. Genau. Obwohl die wirklich nicht hübsch sind, die Bücher, habe ich die wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Es sind halt Zwillinge, die bei ihrer Geburt auseinandergerissen worden sind und bei Pflegefamilien aufwachsen. Sie wissen nichts voneinander, bis sie irgendwann im Teenie-Alter sich eben über den Weg laufen und dann erkennen, dass sie, ja, dass sie Hexen sind und dass sie verfolgt werden und ja, dass sie in magischen Verwicklungen eingebunden sind. Ja, hat mir richtig gut gefallen und auch nachdem ich es nochmal irgendwie gelesen habe, war ich immer noch begeistert. Deswegen stehen sie jetzt auch noch hier. Ja, dann geht es noch in jüngere Zielgruppen. Der Zauber von Immerdar, auch eine wunderbare ja, Reihe. Ich habe gerade den dritten Band gelesen, werdet ihr dann im Lesemonat auch nochmal sehen. Wirklich ganz viele Ideen, sehr bunt. Sehr innovativ, sehr niedlich gemacht und sehr lustig auch mit Illustrationen. Geht viel um Freundschaft, natürlich viel um Magie, aber auch viel um Toleranz und so weiter. Kann ich sehr empfehlen. Und daneben haben wir Mr. Gum. Sie sind ein schlechter Mensch. Mr. Gum ist der erste Band und das sind insgesamt 9 Bände. Und mir fehlt leider der achte, aber ansonsten habe ich sie, also ich habe alle gelesen. Der achte, den habe ich nur als Hörbuch gehört. Ja, wunderbar, skurril, lustig, ein bisschen mit vielen Wortspielen gespickt. Kann ich empfehlen, wenn man mal so ein bisschen vor sich hin schmunzeln und kichern möchte. Ist halt ein bisschen verrückt und skurril, darauf muss man sich einlassen. Es ist nicht alles sehr hübsch und nicht alles ja, glatt gebügelt, sondern im Gegenteil, aber das macht auf jeden Fall richtig Spaß. So, und jetzt befinden wir uns ganz unten. Hier haben wir Kinderbücher, Klassiker von Michael Ende zum Beispiel, Alice im Wunderland, Der geheime Garten, Der Zauberer von Oz, aber auch modernere Kinderbücher, zum Beispiel die Bücher von Stefanie Taschinski, Funklerwald und die kleine Dame von Cornelia Funke, Lilliflosse und der Seeteufel, Märchen, da weiß ich noch nicht, ob ich das da stehen lasse oder woanders mit hinnehme. Ja, und ein paar Bilderbücher sind natürlich auch noch dabei. Peterchens Mondfahrt und Kuschelflosse und wo der Weihnachtsmann wohnt. Und dann, ja, da stehen noch meine Ordner für mein Papierkram. Das wird da nicht bleiben. Ich habe es jetzt erstmal dahingestellt, damit ich die Kartons auspacken kann. Und ja, so schlimm finde ich es jetzt nicht, weil die Ordner ja auch jetzt nicht so hässlich sind, sondern auch ein bisschen farbig. Und von daher darf das da erstmal stehen, bis mein Druckerregal kommt, wo mein Drucker dann draufsteht und auch meine Ordner dann einziehen dürfen. Und dann hoffe ich auch, dass das Regal ein bisschen aufgelockert wird, wenn ich da die Kinderbücher noch ein bisschen runterziehen kann und ein bisschen auflockern kann auf dieser Seite. Ja, und rechts daneben, ihr könnt es ein bisschen erkennen, sind noch, ja. Einmal Dungeons and Workouts. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das mal vorgestellt habe. Bestimmt habe ich euch vor Jahren mal vorgestellt. Das ist ja so eine Art Fantasy-Spielabenteuer, wo man halt selber auch Workouts machen muss. Also so eine Sport-Fantasy-Abenteuer-Kombination.
Kombination, eine richtig coole Idee. Müsste ich eigentlich auch mal wieder weitermachen. Und ein Fantasy-Malbuch, was auch wirklich sehr, sehr schön ist. Ja, und dann haben wir die linke Seite abgearbeitet. Dann würde ich sagen, richten wir uns mal wieder auf und machen auf der rechten Seite weiter. So, wie ihr sehen könnt, wird es ein bisschen düsterer. Hier sind viele schwarze Bücher und ja, das liegt daran, dass wir uns jetzt auf der Thriller- und Horror-Ebene befinden. Also, da habe ich natürlich auch versucht, wieder ein paar Highlights zu setzen und nicht alle schwarzen Bücher nebeneinander zu stellen und nicht alle dunklen Bücher. Ja, also einige Thriller, Krimis stehen nebenbei, aber das meiste ist natürlich Grusel und Horror. Erebos ist natürlich passt perfekt, deswegen habe ich es hier auch einfach frontal gestellt, weil es einfach zu dem gelben Salon hier passt, zu dem gelben Büro und auch ein bisschen Farbe reinbringt in die dunklen Bücher. Aber es macht natürlich auch was her, dass es hier alles so schön ja, dunkel und mystisch ist. Natürlich auch meine geliebten Thomas Finn Bücher, seine Horror-Thriller, die ich immer wieder empfehle. Aber auch Kind der Kinderdieb, ja, dieses sehr, sehr düstere, brutale ja, Märchen, eine düstere, brutale Märchenadaption von Peter Pan, von Brom umgesetzt. Ja, Stephen King haben wir hier. Nee, das ist ein tiefer. Aber mit das Tagebuch der Ellen Rimbauer, da hat er halt, ich zeige es euch einmal, wo ist mein Finger? Da. Ja, da hat das Drehbuch zugeschrieben zu Rose Red, das Haus der Verdammnis. Und das ist sozusagen die Vorgeschichte dazu, die Tagebücher der Bewohnerin. Und deswegen, ja, ist es für mich irgendwie auch so ein bisschen Stephen King angehaucht. Kill Creek, natürlich Spukhausgeschichten, Whisper und auch Dracula darf hier natürlich nicht fehlen. Und auch hier auf der linken Seite Ian Reid, die seine Psycho-Thriller, die ja einfach was ganz, ganz Besonderes haben und auf jeden Fall öfter gelesen werden müssen, um da alle Hinweise zu entdecken auf das Ende. Und auch, ja, eigentlich, ich glaube, mein einziger Krimi, kann das sein? Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle. Ja, ist halt eine Mischung aus Krimi und tödlich grüßt das Murmeltier. Eine besondere Mischung, die mich wirklich überzeugen konnte. Und es ist so unglaublich komplex. Deswegen ist es für mich nicht einfach nur ein Krimi, die für mich jetzt auch nicht so, ja, großartig anziehend sind. Aber das war so etwas Besonderes. Das möchte ich genauso wie bei Ian Reid. Muss ich die nochmal lesen, um da die Komplexität nochmal durchsteigen zu können. Ja, hier geht's weiter mit Grusel, Horror und Thriller. Thriller eigentlich nicht, eigentlich hauptsächlich Grusel und Horror. Jugendbuch, Kinderbuch und für Erwachsene total gemischt. Da habe ich jetzt nicht irgendwie noch zwischendrin sortiert. So gefällt mir das ganz gut, dass es so gemischt ist. Auch einige fester Titel sind dabei, die einfach sehr, sehr schön sind und deswegen auch ein bisschen frontal stehen dürfen, zum Beispiel das Jahr der Hexen. Aber auch hier haben wir einen weiteren Stephen King, mein Lieblings-Stephen King. Na, wo ist mein Finger? Da, Shining. Ich glaube, das ist auch der einzige King, der noch hier ist und nicht aussortiert ist. Auch wenn mir viele andere auch gefallen haben, ist das der King, ja, der mich bisher am meisten begeistert hat und den ich vielleicht auch noch mal lesen würde. Liegt wahrscheinlich auch am Setting und weiß ich nicht, am Kult und auch an der eisigen Atmosphäre fand ich einfach cool. Und natürlich Spukhäuser, die ihr Eigenleben haben, Geistergeschichten, das ist einfach das, was ich sehr gerne lese. Der Monstrologe, der sticht natürlich auch hervor mit seinen coolen Schwarz-Weiß-Covern hier, mit tollen Illustrationen. Sehr, sehr blutig und eklig zum Teil, aber halt auch richtig düster und auch was Besonderes, weil die Sprache sich nicht einfach so weglesen lässt, beziehungsweise nicht einfach nur Trash ist, was man jetzt so vermuten könnte. Wenn ich sage, es ist sehr blutig und es ist sehr eklig, sondern tatsächlich sehr poetisch teilweise geschrieben ist und ja, die Figuren auch ihre Tiefen haben,
Das Ende war ein bisschen seltsam und mir fehlt leider auch der dritte Band. Ich hatte ihn mir gekauft, gebraucht und da hat mir der Zustand überhaupt nicht gefallen, habe ich wieder verkauft und wollte ich dann irgendwann neu nochmal kaufen. Aber jetzt kommt man da so schwer ran und nur mit so viel, für so viel Geld, ja, muss ich nochmal gucken, ob ich das irgendwann nochmal zu erschwinglicheren Preisen finde. Dann natürlich auch meine Lieblingsbände von Fear Street und Gänsehaut. Da sind jetzt nicht viele übrig geblieben. Da habe ich mir wirklich nur meine Liebsten übrig gelassen. Natürlich auch ein bisschen nostalgisch verbunden. Und auch Ursula Poznanski mit Säkulum. Und auch hier haben wir wieder Cornelia Funke, die irgendwie überall verteilt ist in meinem Bücherregal. Ja, auch Krabat ist dabei. Also ich springe hier von einem zum anderen. Ich kann eben nicht alle jetzt besprechen, aber ihr seht, es ist das gesamte Grusel, ja, Quartett, wollte ich gerade sagen, ganzen Gruselbücher eben versammelt. Und beim nächsten Regal, wenn wir jetzt gleich runtergehen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das so bleibt, aber das besprechen wir jetzt, wenn ich die Kamera neu eingestellt habe. Und zwar habe ich hier die Dark Fantasy stehen. Also eine Mischung aus Fantasy und Horror. Aber ja, der Übergang ist eben auch fließend, ne? Also Nevernight und auch die Witcher-Reihe könnte man ja auch gut und gerne bei der High Fantasy hinstellen, rüber bei der Erwachsenen-Fantasy. Da bin ich mir noch sehr unsicher. Also beim Mitternachtszirkus ganz links und Dancing Jacks, die Weißen, finde ich schon, dass es gut zu Horror passt, weil beim Mitternachtszirkus geht es eben auch um Vampire, um einen Jahrmarkt. Aber eben geht es da auch um Parallelwelten und vielen anderen fantastischen Dingen, nicht nur Vampire und ja, unheimliches Setting. Ja, Nevernight ist eine große Entdeckung aus den letzten Jahren, kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf The Empire of the Vampire, im Deutschen das Reich der Vampire, seinen neuen Schinken. Ist schon bei mir eingezogen, freue ich mich sehr drauf, das zu entdecken und hoffe, dass es an Nevernight rankommt. Ja, die Witcher-Reihe, da habe ich immerhin die Vorgeschichten gelesen und die erste Staffel der Serie, aber ich möchte auf jeden Fall irgendwann nochmal weitermachen. Ihr wisst, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit Hypes, wenn das gerade so gehypt wird, dann habe ich meistens keine Lust dazu zu greifen. Wenn das ein bisschen abgeflaut ist, zwischen denen, ja, hätte man jetzt vielleicht machen können, jetzt wo die lange Wartezeit bis Staffel 2 war. Ich weiß es noch nicht. Aber jetzt so gerade ist es ja nicht mehr ganz so in aller Munde. Vielleicht kann ich dann demnächst damit mal weitermachen. Aber ich habe ja noch genug offene Reihen, mit denen ich mich beschäftigen kann. Auch hier haben wir wieder Cornelia Funke, das Labyrinth des Fauns. Ja, ein Horrormärchen, passt eigentlich ganz gut als Genrebeschreibung. Deswegen ist es eben auch hier bei der Dark Fantasy gelandet. Ich finde schon, dass es eher zum Grusel passt als zur Fantasy. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das nochmal so auflösen werde und das nochmal irgendwie links rüber, ja, zur Fantasy. Ja, einige zur Fantasy sortieren werde. Krieg der Engel von Wolfgang Holbein, ganz rechts vor den Lesezeichen. Da habe ich kaum mehr Erinnerung dran und kann gar nicht mehr sagen, ob das eher Grusel, düster oder eher doch Fantasy ist. Das ist auch so ein Kandidat, der auch eventuell ausziehen würde, aber ich bin doch irgendwie neugierig und habe so einige ja, Erinnerungsblitze daran, die ich ganz cool finde. Es geht halt eben um den Krieg zwischen weißen und schwarzen Engeln. Und ich glaube, unser Protagonist gerät so ein bisschen dazwischen. Und ich meine mich zu erinnern, dass es gar nicht so klar aufgestellt war, dass die Weißen die Guten sind und die Schwarzen die Bösen. Ja, deswegen interessiert mich das schon. Ja, und rechts daneben seht ihr eben meine Lesezeichensammlung und daneben dann nochmal meine Notizbücher. Mein jetziges Notizbuch, was ich gerade nutze, das liegt immer parat, entweder auf dem Nachttisch oder auf dem Schreibtisch, weil ich da ja immer wieder notiere, was ich gerade lese und ja, was bei mir eingezogen ist. Das heißt, das wird dann erst da zugestellt, sobald ich ja, das voll beschrieben habe, es befüllt ist.
Genau, und jetzt verlassen wir tatsächlich auch die Fantasy und den, beziehungsweise das Fantastische. Stimmt auch nicht ganz, aber wir kommen so jetzt in die Themenbereiche, die nicht mehr Genre umfassen. So, dann hocke ich mich auch mal wieder hin. Also, hier haben wir meine eisigen Abenteuer und daneben passenderweise meine Weihnachtsbücher. Ja, die habe ich einfach sehr gerne nebeneinander stehen. Also hier sind sowohl die Horrorromane, die so ein eisiges Setting haben, wie Der weiße Schrecken von Thomas Finn, wo es eben ja um Krampus geht, genauso wie bei Krampus von Brom. Eigentlich müssen die nebeneinander stehen. Muss ich gleich nochmal, ich glaube, ändern. Aber wir haben hier auch ja, eisige Abenteuer, die sehr realistisch sind und sogar Reiseberichte, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Sowas wie Letzte Fahrt von Robert Falcon Scott, ja, seine Tagebucheinträge, wo er beschreibt, wie er eben die Reise zum Südpol begeht und ja, sich ein Rennen liefert mit Amundsen, der ebenfalls eine Expedition zum Südpol ja, begonnen hat. Daneben, also das Eis und der Tod, was jetzt frontal steht, das ist sozusagen ja, ein zusammengefasster Bericht von beiden Expeditionen parallel. Fand ich sehr gut, so parallel zu lesen. Einmal die, ja, die Tagebucheinträge, die haben mich halt noch ein bisschen mehr mitgenommen, weil man einfach weiß, das ist das, was er wirklich in seinen Tagebüchern geschrieben hat, während er dort auf seiner Expedition war. Ja, auch das Schneemädchen von Eowyn Ivey gehört natürlich dazu, spielt in Alaska, ist auch so ein ja, magischer Realismus, würde ich sagen. Darf der Leser selbst entscheiden, wie viel Magie er da rein interpretiert oder wie viel Realität. Ja, und dann geht es schon über in meine Weihnachtsbücher. Tage wie diese, drei Kurzgeschichten, die ich immer wieder sehr, sehr gerne lese, weil die einfach eine tolle weihnachtliche, winterliche Atmosphäre rüberbringen und auch ein bisschen Wohlfühlatmosphäre, weil es eben auch so ein bisschen um Liebesgeschichten geht. Auch hier wieder Cornelia Funke mit hinter verschlossenen, verzauberten Fenstern. Aber natürlich auch die Matt Haig-Trilogie um einen Jungen namens Weihnacht. Ja, ganz, ganz toll, sehr humorvoll, aber auch sehr emotional. Eine sehr, sehr schöne Mischung, die man gut zu Weihnachten lesen kann. Das Wolkenschloss von Kerstin Gier habe ich hier hingestellt. Auch hier, ich glaube, das spielt eher so zu Silvester, also zwischen Weihnachten und Neujahr. Und natürlich darf die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens nicht fehlen, habe ich hier in einer sehr schönen illustrierten Ausgabe von Robert Ingpen aus dem Knesebeck Verlag. Der hat ja mehrere Klassiker illustriert. Und die Schneeschwester von Maja Lunde kann ich auch wirklich empfehlen. Auch sehr emotional, sehr tragisch traurig, aber auch verträumt und steckt einfach sehr, sehr viel Tiefe drin. Und daneben geht es dann über in ein anderes Thema, und zwar in die Pferdebücher. Ja, mehr oder weniger Pferdebücher, sind einige Pferdebücher aus meiner Kindheit drin, die ich einfach noch gerne hier haben mag, weil ich die mit Nostalgie verbinde, aber die mir auch wirklich gut gefallen haben. Da sind sehr, sehr viele aus meiner Pferdebuchsammlung wirklich aussortiert worden, aber ein paar wenige wollte ich halt behalten. Das letzte Einhorn habe ich da noch stehen und auch im Schatten des Pferdemondes. Das ist auf jeden Fall auch noch ein Pferderoman für Erwachsene. Und ganz rechts die Geheimnisse von Briar Hill, was nicht wirklich ein reiner Pferderoman ist, sondern ja, eher symbolisch dort die geflügelten Pferde, die dort vorkommen, eher symbolisch gesehen werden können. Oder eben, ja, ja, auch da kann der Leser wieder entscheiden, ob er das für bare Münze nehmen möchte, das Fantastische, oder eher das ja, als Symbol, als Metapher interpretieren möchte. Und das vorletzte Fach ist auch noch mal ein Buch, was in Richtung Pferdebuch geht, so ein bisschen Fantasy mit magischen Wasserpferden und die aber doch sehr blutrünstig sind. Und es geht hier nicht nur um Pferde, sondern auch um ein Rennen auf, ich glaube, so eine Art, ich weiß nicht, ob das eine schottische Insel ist. Jedenfalls hat es so dieses Feeling. Und dann geht es auch schon über in meine Zirkusbücher.
die auch schon ein bisschen reduziert sind, weil ich da einiges aussortiert habe. Aber ja, so Zirkus-Jahrmarkt, eigentlich würde da auch noch der Mitternachtszirkus zugehören. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig, wenn einige Bücher in mehrere Kategorien fallen. Aber hier habe ich jetzt einfach mal gesagt, schlägt das Thema das Genre. Und was ja gar nicht stimmt. Im Gegenteil, ich habe das Mitternachtszirkus ja eher nicht zum Thema gestellt, sondern zum Genre. Egal, ich habe es jetzt eben nicht mit dabei. Ja, auch da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber ja, auch der Nachtzirkus von Erin Morgenstern, den ich tatsächlich ja nur mittelmäßig fand, obwohl ich die Idee und die Aufmachung so großartig fand und natürlich das Setting. Das Setting und die Atmosphäre waren für mich die großen Pluspunkte. Aber es geht eben auch so um einen Wettstreit zwischen zwei Zauberern und die haben eben diesen Nachtzirkus als Standort auserkoren, um dort ihren Wettbewerb, ihren Wettstreit auszuführen. Und die beiden ja, Mitstreiter, die verlieben sich eben ineinander. Und das habe ich nicht so richtig gefühlt, ehrlich gesagt. Aber dafür die Beschreibung des Zirkus, der mal hier und mal dort auftaucht und mehrere Zelte hat und in diesen Zelten passiert halt allerhand Magisches, das war dann großartig. Ja, mal gucken, ob ich dem Buch einfach nochmal eine Chance gebe und nochmal lese. Vielleicht kann es mich dann begeistern. Mal sehen. Ja, und dann geht es von den Zirkusbüchern über in den Büchern zu den Büchern, die irgendwie keinem Genre zuzuordnen sind oder die übrig sind. Ihr seht, es sind sehr, sehr wenige. Es ist wirklich überschaubar, was eben nicht fantastisch ist oder nicht zu einem bestimmten Lieblingsthema passt. Also dazu gehört Ich und die anderen von Mad Ruff, die Känguru-Chroniken, aber auch einige Klassiker wie Farm der Tiere oder Das Parfüm von Patrick Süskind. Das möchte ich auch unbedingt irgendwann nochmal ersetzen. Ich bin ja nicht so der Diogenes-Fan, also von den Ausgaben jedenfalls nicht. Wenn irgendwann mal das Parfüm ein schönes Gewand bekommt, mal eine Sonderausgabe, in letzter Zeit ist es ja eigentlich durchaus Trend, dass viele Bücher neue Schmuckausgaben bekommen, dann greife ich dazu und würde es aussortieren, umtauschen, austauschen. Das habe ich bei Farm der Tiere ja auch schon gemacht. Da habe ich mir auch diese tolle Manesse-Ausgabe geholt, die ja unglaublich grell und bunt ist. Ne? Ja, da hatte ich halt vorher auch nur diese sehr, sehr schlichte und nichtssagende Diogenes-Ausgabe, die ich noch aus meiner, ja, aus der Schulzeit hatte. Ja. Das waren so Bücher, die mir tatsächlich auch mal gut gefallen haben, in der Schule gelesen zu haben. Die Farben der Tiere, das Parfüm und auch Krabbat. Das stand oben weiter. Ja, und dann geht es über zu so historischem Mariana. Das ist eher so eine Zeitreisegeschichte, wo wir uns eben auf zwei Zeitebenen befinden. Die Bücherdiebin spielt zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Ja, hat auch irgendwie so ein bisschen fantastischen Touch, weil es eben aus der Sicht des Todes geschrieben wird und eher so ein bisschen ja das Schicksal von der Bücherdiebin beschreibt, von der Liesel. Und ja, dieses Schicksal ist ihm eben doch so ein bisschen ans Herz gewachsen, obwohl ja es einfach ja sein Job ist und er eigentlich da nicht so viel Gefühl reinlegt bei den Schicksalen der Menschen. Und ganz rechts noch eine Lieblingsreihe, Abenteuer pur, würde ich einfach mal sagen, Rainer Maria Schröder, die Falkenreihe. Das sind vier Bände und jeder Band spielt halt eben in einem anderen Land. Es geht um eine Schatzsuche, um eine Schatzjagd und auch so ein bisschen Indiana Jones ist mit dabei, Rätselraten und ja, im ersten Band befinden wir uns in Deutschland. Ich glaube im 19. Jahrhundert, zu Zeiten der Geheimbünde. Und im zweiten in Frankreich, dann kommt England und zum Schluss Ägypten. Ja, ganz, ganz toll. Und vom selben Autor auch noch Abby Lynn. Auch eine tolle Reihe von einer, die ja, verbannt wird nach Australien und ja, verurteilt wird zu Unrecht und dort in Australien eben ja neues Leben beginnt. Auch da gibt es vier oder fünf Bände. Ich glaube vier.
aber der erste hat mir immer noch am besten gefallen. Da habe ich halt die drei Folgebände gerade auf den Stapel hier rechts daneben auf dem Boden liegen. Die habe ich ja zum aussortiert Stapel gelegt. Ja, mal gucken. Also es ist, der Stapel ist noch nicht ganz, was soll ich sagen, fest, dass die ausziehen. Es ist ein Prozess, sage ich euch. Es ist ein Prozess. Gleich, wenn wir jetzt noch ein bisschen tiefer gehen, dann seht ihr vielleicht auch noch mal ein paar, bei dem ja, die halt wirklich viele, viele Aussortieraktionen überlebt haben und jetzt, wo ich immer wieder ein bisschen strenger werde, jetzt doch auf den Stapel gelandet sind. Genau, hier im letzten Regal ist nämlich mein Sub verstaut, meine ungelesenen Bücher. Es sind ungefähr 40 an der Zahl. Und ja, ich habe sie extra so reingelegt. Das ist bei mir irgendwie zum Ritual geworden, dass sie erstmal mit einem Buchschnitt nach vorne liegen. Und erst wenn ich sie gelesen habe, bekommen sie halt ihren Platz im Regal, werden sie einsortiert und gehören dann zu meinen. Ja, zu meiner Sammlung dazu oder eben sie werden direkt aussortiert. Aber sie müssen sich halt erst ihren Platz verdienen und bis dahin liegen sie hier. Ob ich denen noch mal einen extra Platz gebe, ich fand die Idee von so einem Bücherwagen, so einem Servierwagen, ist ja so ein kleiner Trend gewesen, den ich vielleicht mir neben meinen Lesesessel stellen könnte. Ja, könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht noch mal ein anderes Extra-Regal bekommen, das weiß ich noch nicht, aber erstmal wird es so bleiben. Ja, und rechts daneben seht ihr eben gerade die Bücher, die aussortiert sind oder so halb aussortiert. zum Beispiel, ja, das Buch der vergessenen Artisten ganz unten, das fällt mir so unglaublich schwer, weil es aus verschiedenen Gründen einfach tolle Erinnerungen hervorruft. Ich war bei einer Autorenlesung in einem Zirkuscafé, im Roncalli-Café in Hamburg und das passte einfach so gut, weil eben auch hier das Thema und das Setting Jahrmarkt und Zirkus ist, also eben Artisten zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, ja, wie diese Szene eben darunter gelitten hat. Und ja, um zwei, ja, hauptsächlich um einen Protagonisten, der in dieser Szene eben aufwächst und das zu seiner Leidenschaft wird. Aber ich hatte halt leider auch ganz, ganz viele Störpunkte in diesem Buch. Also die Autorin hat so toll recherchiert und so viel reingebastelt und auch wirklich einige humorvolle Stellen. Und ich habe eben auch noch eine andere ganz tolle Erinnerung mit diesem Buch, weil das mein erstes Buch war, was ich zusammen mit Kali gelesen habe. Und dadurch ist irgendwie auch so unser Kontakt viel enger und unsere, ja, Freundschaft irgendwie auch entstanden, richtig. Und deswegen fällt es mir unglaublich schwer, das Buch auszusortieren. Aber andererseits, wenn ich es aussortiere, bleiben diese schönen Erinnerungen ja trotzdem. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Erinnerungen dann flöten gehen, weil das Buch selbst, das, ja, es gab halt eine Figur, die hat dieses ganze Buch bestimmt. Und hat das irgendwie uns madig gemacht. Deswegen hat das Buch dann nur 3, 3,5 Sterne bekommen. Obwohl ich den Schreibstil und das Setting und auch ja, diese ganze Recherche, die Arbeit, die Vera Buck da reingelegt hat, echt toll fand. Ja, schade. Aber genau, auch The Chronicles of Narnia ist halt auf Englisch eine Version, so eine Gesamtausgabe, die ich wunderschön finde. Aber ich werde es nicht auf Englisch weiterlesen. Und nur weil es halt schön hier aussieht, ja, muss es hier nicht stehen. Das ist ein Buch, was, glaube ich, ziemlich, ja, klar ausziehen wird. Also ich werde irgendwann Narnia tatsächlich mal weiterlesen. Ich habe, glaube ich, die ersten zwei Bände auf Englisch habe ich mich durchgeschlagen, aber es war eher eine Quälerei mit, ja, mit Lexikon immer nebenbei. Nee, das war doof. Also werde ich irgendwann vielleicht mal eine deutsche Ausgabe raussuchen. Ja, und viele andere Bücher eben auch. Abby Lynn, wie ich sie erwähnt habe, hier die Reihe. Und ja, auch so ein paar andere Bücher, wo ich mir eigentlich auch sicher war, dass ich es nicht noch mal lesen werde. Zum Beispiel auch Peter Pan, das hatte mich überhaupt nicht überzeugt, leider. Der Klassiker, das Original, hatte von mir, glaube ich, nur 2 Sterne bekommen. Und mir hat es halt einfach gefallen, dass ich diesen Klassiker, das Original, im Regal stehen habe. Aber ich werde nicht noch mal dazu greifen. Ja, genau. So ist eben der Prozess,
beim Aussortieren und es wird immer einfacher, aber es gibt auch immer wieder Rückschläge, wo ich mir denke, oh Mann, du gibst so viele Bücher weg, du hattest so eine tolle große Sammlung. Es hat mir der Gedanke einfach so gut gefallen, eine Sammlung von allen Büchern, die ich je gelesen habe, zu besitzen. Aber das ist halt, wenn du nicht ein riesiges Haus hast und eine Bibliothek oder dich hier vollmüllen willst, ist es halt nicht möglich. Und ich will halt trotzdem, ich will halt gerne einige Bücherregale haben und könnte auch nie ohne Bücher hier wirklich leben wollen. Also würde nie leben wollen ohne Bücher um mich herum, ohne haptische Bücher. Aber es muss nicht mehr so zugemüllt sein und überall in allen Ecken Büchern liegen, die zustauben und die dann eh nicht mehr gelesen werden. Deswegen gefällt mir der Gedanke immer besser, wirklich ein Regal voller Highlights zu haben. Da bin ich noch nicht ganz, aber ich komme dem immer näher. Und ihr werdet jetzt gleich auch an den nächsten Regal, weil wir sind jetzt noch nicht ganz durch, sehen, dass ja, dass da wirklich meine großen Schätze und Highlights stehen. Und die stehen tatsächlich auch in einem anderen Raum. Das ist mir ein bisschen schwer gefallen, diese Entscheidung. Aber jetzt mittlerweile bin ich doch sehr glücklich, weil ich es einfach den Anblick da sehr, sehr liebe. So, hallo, hier ist Zukunftsramona. Ich bin gerade dabei, die Videos zu schneiden und habe mich entschlossen, die Videos zu trennen bzw. aus einem Zwei zu machen. So habe ich euch einmal dieses Bücherregal vorgestellt und im nächsten kommt dann das andere Regal, was im Wohnzimmer steht, dran. Ist halt schon abgedreht, aber dann habe ich ein bisschen was in der Pipeline, ein bisschen was vorbereitet. Da ich in den nächsten Tagen auch unterwegs sein werde, ist das vielleicht gar nicht schlecht. Und ihr habt immerhin zwei Videos, was davon. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.